Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind derzeit auf der Flucht aus diesem Eichhofen. Aus dem Kraftwerk. Und da ist der Exit. Wir haben den falschen Weg gewählt. So, dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz zurück nach Hause. Machen auf jeden Fall nochmal ein Foto von uns, weil wir haben neue Sachen an. Haben wir noch gar nicht gemacht. Die Fotos werden ja alle im Ladescreen angezeigt. Also, das sind Erinnerungen, die müssen wir eigentlich auf ewig bewahren. Ich hätte ja fast gesagt, irgendwie, lass uns irgendwie jede Folge ein Foto machen, aber jede Woche reicht, ne? Es reicht ja, wenn wir irgendwie einmal die Woche ein Foto machen. Dann haben wir immer im Ladescreen so Erinnerungen. Ja, ich denke, das ist ganz cool. Benutzt du deinen Computer? Ist es denn für mobile Produktion? Stimmt, wir können unser Camp auch verlagern. Das heißt, wenn wir mal einen richtig guten Platz finden, wir werden da erstmal bleiben, ne? Aber wenn wir einen richtig guten Platz finden. Sind wir schon wieder hier gelandet? Hä? Stand da nicht Exit? Oder ist es das Exit? Weißt du was, ich mache jetzt eine Schnellreisefunktion hier. Und scheiße ist das Exit. Muss wieder nach Hause. Hat mich auch nichts gekostet, oder? Verstehe ich nicht. Oder kann ich immer gratis nach Hause? Ich weiß nicht. Naja. Die Frage ist doch, wie zur Hölle sammelt man Kronkorken? Nur durch das Jagen anderer Spieler? Ich meine, wir hatten ja drei Kronkorken. Vielleicht haben wir die ja gefunden. Müssen wir gucken. Ja, rein theoretisch, wenn man so einen Laden aufstellen kann. Wir hatten ja in der ersten, nee, in der zweiten Folge hatten wir dieses Symbol gesehen auf der Karte. Beziehungsweise beim Laufen, dass da jemand einen Stand aufgestellt hat zum Kaufen. So, wir sind zu Hause. Wo ist mein Zuhause? Ah, da. So, machen wir erstmal ein Bild. Beziehungsweise machen wir erstmal unser Zuhause ein bisschen weiter. Hallo? Muss ich mich hier raufstellen dafür? Seltsam. Ich müsste ja jetzt ordentlich Holz gesammelt haben, ne? Treppen, Türen, nein, Wände. Packen wir unsere Tür hier so hin. Ach, es gibt Variationen. Oh, cool. Hier gibt es keine Variation. Ach, so sind wir zur Tür gekommen. Okay, gut zu wissen. Es gibt also noch mehr Variationen, die man nehmen kann. Nicht bei allen. Hier zum Beispiel haben wir Variationen. Also ein Glockenturm. Aber nein. So. Ah, zu Hause. Frage ist, ist die Tür abgesperrt? Kann man sie absperren? Nehmen wir so eine weiße Tür. Finde Bauplan. Man kann keine fucking Tür bauen, weil man kein Ba. Echt jetzt? Ah, nur für die Variation. Die Variation braucht man Baupläne. Dann nehmen wir erstmal eine normale Tür. Haben wir hier Stahltür? Naja, gut. Frage ist, kann man die Türen abschließen oder? Rein theoretisch kann jeder einfach reinkommen und meine Sachen klauen. Okay, aber. Dächer. Wollen wir erstmal Dächer bauen, ne? Spiel, ey. Manchmal. Dächer. Machen wir ein ganz normales Dach. Können wir später ja noch irgendwie erweitern. Oh, ich habe kein Holz mehr. Shit. Na gut, dann können wir eigentlich. Können wir eigentlich wieder los. Ist irgendjemand in der Nähe? Die sind alle da. Event, fruchtbare Erde. Okay, dann weiß ich, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen zum Event fruchtbare Erde. Oh Gott, die ganzen Events hier. Aber wir müssen eh in die Richtung, von daher. Alles gut.
Das ist nicht die Karte, meine Fresse. Wir müssen nach links. Könnte da jetzt auch schnell hinreisen, aber nein. Hallo, Brücke. Hallo, Pool. Entweder hast du verdammt viel Leben oder ich bin scheiße. Na gut, kannst aber glücklich sein oder sich glücklich schätzen da hinten, Ghoul, der noch am Leben ist, dass ich weg muss. Jetzt hätte ich dich auch noch getötet. Aber ich möchte gerne zum Event. Ich muss alles mitnehmen am Anfang. Also Events, muss ich sagen, wenn man so ein Perfektionist ist wie ich, dann ist das schon ein bisschen stressig. Weil man möchte halt auch irgendwie die Gebäude erkunden, die man gefunden hat. Und dann kommen irgendwelche Events und, ja. Okay. In die Richtung müssen wir dafür. Huh. Plötzlich ward es hell. Und Zero sprach, es werde Licht. Ja, ich vergleiche mich gerade mit. Wer war das? Jesus, Gott? Ich weiß nicht. Bin nicht religiös, kann ich nicht sagen. Und Gott sprach, es wird Licht. Das war Gott. Okay, gut. Aber ich will gerade die Frage selbst beantwortet. Ein Stim, ja. Okay, die Stims nämlich aus. Was zur Hölle? Eisenader. Nehme ich. Maulwurfsratten. Komm, wir wollen aber zum Event. Ja, ich weiß, ihr seid hübsche kleine Maulwurfsratten. Jemand anderen auf dem Sack. Was hast du für eine Reichweite, Junge? Oh, die Luft gebissen, aber hauptsache mich noch treffen. Wir müssen uns bald right away reinziehen. So, jetzt kommen wir in eine Gegend, wo uns jeder hören kann. Nicht, dass uns jemand erschießt, weil er denkt, dass ich irgendwie YouTuber sei. Nee, ich doch nicht. Oh, scheiße. Ich hab's gesagt. Ich gebe zum Event. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sein. Kann man mich noch hören? Ich weiß es nicht. Du betrittst ein Eventgebiet. Oh. Fruchtbare Erde. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Mit etwas Glück und Verstand. Freiwilligenbot. Händler ist gerade beschäftigt. Toll, danke. Naja, gut. Haben wir hier noch? Responder-Datenbank. Anmeldung. Gast. Newsletter drucken. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt alles druckt, aber ich nehme das hier alles. Aufseher-Logbuch Flatwoods. Okay, Bauplan Walltech Pappaufsteher. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder.
sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Vault-Training erinnern. Zuerst überleben. Ich lege Ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich jemand... Jetzt quatscht die weiter im Ladescreen. Sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufnahme. Ende der Aufnahme. Okay. Ziehen wir uns direkt das nächste rein, oder was? Hallo? Wer hat mich da angeschossen? Was soll das? Hä? Hey. War ich gerade hier? Oh nein. Lad doch noch länger nach. Oh Gott. Hallo? Oh Gott. Wo kommen die denn alle her? Stehen Sie still. Ihr biologisches Material wird benötigt. Steh du still. Ich brauch dein Material. Sie klauen hier meine Sprüche. Kronkorken. So. Tagebuch der Aufseherin. Aufseher, nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch. Nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Vault-Tec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch, dieses eine Jahr, beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen, kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Was soll denn das? Ich soll ruhig weiterreden während des Ladescreens. Bullshit. Ich hätte warten sollen. Ich wollte nicht warten. Am 23. Oktober 2077 wurde die Welt in nukleares Feuer gehüllt. Dieser Tag ging als der große Krieg in die Geschichte ein. In den USA gelang einigen wenigen die Flucht. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht. Stimpack für den Dokul. Aber wer schießt denn da? Hat da irgendjemand Langeweile? Wenn das ein Spieler ist, ich schwör's dir, den schieß ich. Wie gehst du denn ab? Dauerfeuer, ey. Ein bisschen nervig ist das schon. Na gut, wir haben das hier abgeschlossen. Komische Geräusche und ich hab Hunger, shit. Und wir haben Level Up. Okay, wir sollten... Das ist ein geöffnetes Skillpaket, okay, komm. 40% zusätzliche Munition beim Durchsuchen von Munitionsbehältern. Wie nennt man eine Gänsefamilie, die die Straße überquert? Bremsschwellen. Bitte, busch. Gott. Du hältst ein plus Schloss knacken und der optimale Bereich beim Knacken ist um 1% erhöht. Okay, das ist nicht schlecht. Wir gehen mal
Schleichbewegung zu entdecken. Intelligenz, geistige Kapazitäten. Ich glaube, ich muss hier rauf gehen für Schloss knacken, oder? Deine nicht automatischen Pistolen verursachen nun 10% mehr Schaden. Ja, nehme ich das. Sehr schön. Huch, braver Hund. Hundefutter hat eine dreimal so positive Wirkung. Stufe 8. Okay, erstmal der Schnurrer. Skillkarte ist bereits ausgerüstet. Oh. Rang erhöhen. Nicht genügend verfügbare Punkte zum Ausrüsten deiner Karte für diesen Spezialwert. Wie viel brauche ich denn da? Keine Ahnung. Das heißt teilen? Es können nur ausgerüstete Skills geteilt werden. Du brauchst mindestens 3 Charisma-Punkte für jeden Skillpunkt der zu teilenden Karte. Hey! Ahnung. Weil ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber gut, wir haben hier auf jeden Fall noch den Einbrecher. Perception ist das. Okay, gut zu wissen. Müssen wir jetzt auf Perception gehen. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Okay. Es ist tatsächlich so, dass wir hier Punkte ungenutzt einer. Okay. Ich sehe schon, wir können hier einen Punkt hinsetzen noch. Wenn wir das jetzt wegnehmen und den Schnorrer reintun, ja, gut. Das finde ich wichtiger. Gut, dann habe ich das jetzt kapiert. Und nochmal so ein Ding. Hallo, 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 hallo. Ob der mich hört? Ob ich Leute nerven kann? Ich meine, euch habe ich offensichtlich genervt. Sagt man das so? Ich möchte gerne essen. Hier, geröstete Scheiße hier. Schmeckt am besten. Geröstete Scheiße, Freunde. Kann ich euch nur empfehlen. Rein theoretisch, wenn hier jetzt einer stehen würde und ich die Karre hier abschieße und die Karre explodiert, ist das dann meine Schuld? Werde ich dann gesucht? Frag mal, für einen Freund. So, wir haben noch andere Sachen, die neu am Start sind hier an Holos. Wir haben Aufseherlogbuch Vault 76, haben wir noch nicht gehört. Aufseherlogbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation? Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Oh, ich hab's vergessen. Aber wir können zu unserem Camp, können wir mal gratis hinreisen. Finde ich gut. Jetzt quatscht die da noch die ganze Zeit. Bullshit. Müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Okay, es geht um diese Silos. Es wurde ja schon mal gespoilert, dass hier Silos sind. Und die Spieler können dann entscheiden, ob sie dann, ja, hochgejagt werden oder nicht. Was soll ist das? Wir hören uns so lange das hier an. Hä? Wir haben noch markiert. Flatwoods. Mein Gott, hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber
Jetzt sind sie vorne. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme, wütend, gequält. Wir sind eins. Okay, das kannten wir auch schon. Finde ich ein bisschen seltsam, weil warum sind die so markiert, wenn ich die schon gehört habe? Na gut, erstmal gesamten Schrott verwerten, das ist erstmal ganz wichtig. So, dann haben wir Impro-Revolver-Pistole, okay, ja gut, dann zack, 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 so. Ja, wollte ich nicht. Moment, ist das ja, das ist eine Rüstungswerkbank, ne? Was können wir denn, wir können glaube ich ein Kleid herstellen jetzt, ne? Outfits. Bürgerkriegskleid, Kristall. Auch ein Kristall dafür, okay, leichte Rüstung. Stufe 5. Ich denke, ich kann das auch einfach aufrüsten, ne? Ich glaube, muss ich das nicht neu bauen. Modifizieren und reparieren. So, modifizieren. Ne, ich muss die neu bauen, glaube ich. Pip-Boy? Okay, ich weiß, dass man jetzt Skins haben kann. Der Volt-Anzug, Standardfutter. Ich habe hier noch eine Lederrüstung, okay. Dann gucken wir ganz kurz mal in unsere Kleidung. Wir haben hier ein zusätzliches Ding da, zack. So, dann möchte ich Gegenstände verwerten. Gehe, nein. Erstmal herstellen. Das kostet Kronkorken? Nee, hat einen Wert. Oh. Ah, die Dinger haben einen Wert. Oh. Okay, Stufe 5. Stufe 5. Stufe 5. 5. Okay, wir haben jetzt ganz viele Stufe 5 Dinger, ne? Dann gehen wir auf Modifizieren. So, wir haben jetzt zwei verschiedene Teile hier, ne? Wenn ich jetzt den hier nehme und gekocht mache. Okay, gut. Aber da kann ich gerade nichts machen. Lackierung, keine Lackierung, Extras haben wir keine. Gekocht können wir machen, dafür brauchen wir Leder. Leder haben wir zu Hause, ne? Leder haben wir zu Hause, okay. Dann wird es Zeit, mal unsere Sachen anzuziehen. Unsere neuen Sachen. Ja, das war schon. Den Rest können wir eigentlich Gegenstände verwerten drücken, ne? So, sehr schön. Herstellungsgegenstand freigeschaltet, stabilisiert. Es lohnt sich auf jeden Fall rumzubasteln, definitiv. Gut, aber wir wollen ja eigentlich... Oh, hallo. Sehen die mich nicht oder... Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich meine, die Gratis-Erfahrung nehme ich gerne. Wie viele Klammern habe ich? 6. Instant. Mit Drohne, goldenes Feuerzeug und Vorkriegsgeld. Sehr schön. Hallo, Mr. Farm Hand. Du gibst mir spezielle Gegenstände, habe ich gehört. Ha, Klammer, danke. Wow. Also, ich meine, es ist zu ernst. Lesen. Cherrys Tagebuch. 14. Oktober 2077. Ian ist heute nach Charleston gegangen, um ein neues Darlehen zu beantragen, aber die Bank hat ihn wieder abgewiesen. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun werden. Wir wussten ja, dass uns ein hartes Jahr erwartet, aber dieses Mal werden wir wohl nicht mal 100 Körbe von den Bäumen pflücken. Die Ölfallen
haben kaum etwas gegen das Mottenproblem ausgerichtet und ohne Unterstützung können wir uns nicht genug Insektengift leisten. Ich weiß nicht, woher wir so viel Geld nehmen sollen. Egal, was wir tun, die Herbsternte ist so gut wie verloren. Ich glaube, darum müsst ihr euch auf jeden Fall nicht mehr kümmern. Noch ein Safe. Huch. Ist irgendwie so ein bisschen träge, muss ich sagen. Wieder instant, ha. Schlagring. GKH-Büste, Vorkriegsgeld. Schlagring. Waffen. 11. Geschwindigkeit, Mittel. Ah, da war ich lieber mit meinem Baseballschläger. Na gut, hier sind wir jetzt richtig fündig geworden, ne? Also, nehme ich. Wir sind immer noch zu den Vorräten. Ich weiß nicht, wer sie da abgeworfen hat, aber ich nehme sie. Mir egal. Sind sie noch da? Ja. Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Nein! Ja komm, wir müssen halt die Folge beenden, aber das Zeug hole ich mir noch. Muss ich mir noch holen, Leute. Ach, das ist mein Haus. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, das ist ein fremdes Haus. Also ein fremdes Haus würde ich auch mal gerne sehen. Da würde ich nämlich ein paar Sachen testen. Weil, ob man da jetzt reinkommt, ob man da in den Schubladen rumwühlen kann. Weil wenn man da in den Schubladen rumwühlen kann, kann man da halt als Spieler auch nichts reinlegen, ne? Dass du sagst, komm, ich sortiere mal meine Sachen. Einfach nur, weil ich es lustig finde. Das geht dann nicht. Die Karte ist nicht da. Okay. So, Lades Holoband. Ja, wir können jetzt die Vorräte holen und dann nochmal... Honig? Noch mehr Vorräte anfordern. Nicht cool. Hier gibt's echt viele Möglichkeiten. Alter Schwede. Nicht schlecht. Gefällt mir bisher. Bisher bin ich sehr positiv von diesem Spiel überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass okay, das ist ein Fallout. Das ist ganz normal halt, was es halt alles im Fallout-Universum gibt. Aber hier gibt's wirklich... viele Loot-Möglichkeiten, viel zum Personalisieren, zum Beispiel diese Schwarz-Dingens-Kirchens-Pistole, wie hieß das nochmal? Schwarzpulver-Pistole. Ich weiß nicht, wie ich die benutzen kann, aber wenn ich sie habe, habe ich eine unique Waffe, die kein anderer hat. Oh, ein Huhn! Ein Huhn! Schwarzmodus! Da läuft es. Hab ich dich. Oh, wie cool. Es fühlt sich halt wirklich an wie ein Fallout als MMORPG. Finde ich cool. Okay. Oh, ich bin durstig schon wieder. Hilfsmittel. Habe ich eigentlich Redway? Redway? Ich habe ein Redway. Ja. Gut, ist halt gar nichts. Hallo? War das? Werden die Vorräte bewacht? Wo bin ich denn jetzt? Müsste doch schon nichts da sein. Lager Adams entdeckt. Da sind die Vorräte. Und Super Muties. Oh je. Okay, mit dir habe ich nicht gerechnet. Ruckorken, ja. Ist mit deinem Kopf nicht in Ordnung? Fuck. Ich helf dir, Maulwurfsratte. Ich helf dir. Lass mich nur kurz nachladen. Jetzt laden wir beide nach. So. Jagdgewehr. Und noch mehr Kronkorken. Nice.
So, Patronen, Mentels, aufbereitetes Wasser, Heilmittel, kurzläufige 44er Pistole, Stacheldraht, Gehstockmod. Oh. Not bad. Dann setzen wir uns mal kurz hier rein und gucken mal, was wir da so Schönes bekommen haben. Kurzläufige 44er. Eigentlich genauso gut wie die wie das Jagdgewehr. Ich habe dafür nicht viel Munition. Okay. Schade, schade, schade. Aber ich würde gerne das hier einsetzen. Du hast nicht die erforderliche Stufe, okay. Dann halt nicht. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir einmal ganz kurz nach Hause, beziehungsweise werden hier erstmal alles hier plündern, ne? Diese Nachricht lesen. Dann gehen wir nochmal kurz nach Hause, werden uns neue Vorräte anfordern und die dann auch wiederholen. Finde ich gut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.